Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war ja mit BMW auf der CES 2019 und neben vielen interessanten Dingen, wie zum Beispiel einem Smartphone, dem, wie ist das, Nubia X, glaube ich, mit zwei Displays und nur einer Kamera, habe ich sehr interessante Sachen bei BMW auch gesehen. Deswegen haben sie mich auch eingeladen, weil sie coole Sachen dort haben. Und zwar ein selbstfahrendes Motorrad. Darum geht es in diesem Video. Ich habe noch ein Video über den BMW iNext gemacht. Das findet ihr hier oben. Aber das BMW Motorrad fand ich persönlich ja sehr, sehr spannend. Und ich habe mir folgende Frage gestellt. Warum baut man ein selbstfahrendes Motorrad? Wer würde sowas kaufen? Und warum existiert sowas? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Zuerst mal, das Motorrad, was BMW dort vorgestellt hat, ist tatsächlich selbstfahrend. Das heißt nicht, dass es autonom ist, es hat keine Erkennung, wo was ist und kann nicht alleine quasi sich auf der Straße navigieren, aber es kann selbst fahren. Und zwar war es dort so, dass wir haben eine Demo bekommen, wo uns gezeigt wurde, wie das Motorrad fährt und ist tatsächlich von Anfang bis Ende komplett alleine durchgefahren, ohne einen Unfall zu haben, ohne umzukippen oder sowas. Ich glaube, nur am Anfang hat der Typ, der das hat quasi losfahren lassen, das kurz gehalten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass das da komplett alleine losgefahren ist, aber auf jeden Fall ist das Ding gefahren, es ist gerollt, es ist nicht umgefallen und so weiter und so weiter. Der hat nur, soweit ich es verstanden habe, hat das Ding keine Wahrnehmung, was um es herum ist. Das heißt, der Typ, der das gesteuert hat, der hat ihm quasi gesagt, fahr mal nach rechts und fahr jetzt mal nach links, aber ansonsten ist das Ding komplett alleine gefahren. Da stellt sich die Frage, cool, dass das existiert, aber warum? Ich hatte die Chance, mit Felix Deisinger zu sprechen. Das ist einer, der bei BMW Motorrad arbeitet und für dieses Projekt mit zuständig war. Und der hat mir ein paar Fragen davon beantworten können. Grundsätzliche Motivation, die wir hatten bei dem Projekt, war mal Verbesserung der Motorradsicherheit. Das war mal oberstes Anliegen, das wir hatten. Und so sind wir auch vorgegangen in dem Projekt. Wir wollten quasi auf der einen Seite ein echtzeitfähiges Fahrdynamikmodell erstellen. Auf der anderen Seite haben wir sämtliche Stellmöglichkeiten, die ein Fahrer hat auf dem Motorrad, automatisiert. Und was wir jetzt hier heute gesehen haben, das selbstfahrende Motorrad ist quasi für uns nur so der Proof of Concept gewesen, womit wir zeigen, Fahrdynamikmodell funktioniert und auch alles, was wir hier automatisch stellen können, funktioniert auch. Wir können also mit dem Motorrad fahren. Die Fahrdynamik von einem Motorrad ist ja grundsätzlich unterschiedlich zu einem Pkw. Pkw ist relativ einfach, wenn der Starter steht, dann fällt das schon mal nicht um, ist ein Riesenvorteil. Man kann nach links lenken, rechts lenken und das Fahrzeug macht das einfach. Beim Motorrad ist das ja grundsätzlich anders. Also man denkt zum Beispiel an dieses Thema Countersteering, wenn man mit einem Motorrad beispielsweise eine Linkskurve einleitet, erfolgt ja zuerst mal ein Lenkimpuls nach rechts, wodurch das Motorrad dann nach links einlenkt. Das heißt, man musste grundsätzlich hier mal ein Modell erstellen, das dann echtzeitfähig auch berechnen kann, was müssen diese Stellmotoren in dem Fahrzeug eigentlich machen, um wirklich fahren zu können und regeln zu können. Ein wichtiger Aspekt in dem Projekt war jetzt nicht nur die Beherrschung der Fahrdynamik, wenn man so will, und Verbesserung der Fahrsicherheit des Motorrads. Im Grunde haben wir auch noch einen anderen Punkt, der uns ein anderes Anliegen, das uns sehr wichtig ist, nämlich wie wir uns Motorradfahren in der Zukunft vorstellen. Man sieht es ja hier gerade auf der CES auch, was sich an neuer Technologie alles abbildet, was auf uns zukommt. Das wird zum Teil die Welt verändern, das wird definitiv aber auch das Verkehrsumfeld verändern. Es kommt mehr Automatisierung, es kommt mehr Kommunikation in die Fahrzeuge rein. Und das ist einfach eine Prinzipfrage, gehen wir das mit als Motorradhersteller? Wollen wir also auch mehr kommunizieren? Wollen wir intelligentere Fahrzeuge im Markt haben? Ja oder nein? Und wir haben uns da klar dafür entschieden, wir brauchen mehr Intelligenz, wir wollen mehr Intelligenz. Und da sind erste Schritte jetzt schon Ausleitungen auch aus diesem Prototypen. Zur Technik, wie das Ganze funktioniert, wurde uns persönlich leider nicht viel gesagt. Nur, dass das Ding halt keine Umgebungswahrnehmung hat. Das heißt, es weiß nicht, ob dort drüben ein Auto steht oder da ein Haus oder dass die Straße gerade entlang geht, sondern es fährt halt auf Befehl. Und es hat auch eine fest eingestellte Geschwindigkeit. Das heißt, eigentlich beschleunigt es nur am Anfang und am Ende, wo es dann wieder bremst. Aber ansonsten ist es konstant mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren. Das ist natürlich, naja, nicht unbedingt so autonom, was man sich jetzt unter autonom vorstellt. Es ist halt selbstfahrend. Aber ich sag mal, bei einem Motorrad ist das ja auch schwieriger als bei einem Auto. Das Ding ist, selbst wenn es irgendwann mal selbstfahrende Motorräder gibt, bin ich persönlich niemand, der dann sagt, so, boah, da muss ich jetzt unbedingt mitfahren. Weil stellt euch mal vor, das Ding erkennt, dass irgendwo ein Unfall ist oder dass es bremsen muss und es bremst einfach. Dann bremst halt das Motorrad, aber ich bin ja nicht drauf eingestellt. Ich muss mich an dem Ding ja festhalten und dann katapultiert es mich davon einfach runter. Und das kann doch nicht das Ziel sein, oder? Noch befindet sich die ganze Technik in diesen drei Boxen, was natürlich
viel zu groß ist für irgendeine Serienapplikation. Wir haben hier die Recheneinheiten, die Algorithmen beinhalten, aber eben auch die Steuerung der ganzen Aktuatorik. Wir haben ja auch nicht zum Ziel, tatsächlich mal ein automatisiertes Motorrad auf die Straße zu bringen. Was wir ja wollen, ist Teilaspekte daraus, von denen wir überzeugt sind, dass sie Motorradfahren sicherer machen, dass sie den Fahrer unterstützen, dass sie dem Fahrer auch tatsächlich dann auch Spaß machen, weil darum geht es ja auch beim Motorradfahren. Die wollen wir übernehmen. Also das komplette Paket werden wir so in der Form sicherlich nicht in einem Serienfahrzeug sehen. Grundsätzlich, woran wir ein großes Interesse haben, ist mal ein echtzeitfähiges Fahrdynamikmodell, sodass wir quasi den Sollzustand genau erkennen. Denn erst wenn wir den Sollzustand kennen, den Ist-Zustand messen können, können wir Regelsysteme darauf aufbauen, können vielleicht auch kritische Situationen erkennen und können den Fahrer dann in solchen Situationen unterstützen. Meine persönliche direkte Vorstellung von Anwendung wäre dafür, dass zum Beispiel ich bin im blinden Fleck eines Autofahrers und der schert auf einmal aus, weil er denkt, neben ihm die Fahrbahn ist frei und ich fahre da aber gerade mit meinem Motorrad, dann ist es ja so, dass ich einfach umgefahren werde. Aber stellt euch mal vor, das Motorrad würde das selbstständig erkennen, mitbekommen und würde entsprechend ausweichen, so dass ich nicht runterkatapultiert wäre. Das wäre ja ein Anwendungsfall, den ich mir persönlich tatsächlich direkt vorstellen könnte. Das Ding ist, selbst wenn aus dieser Technologie keine direkte Anwendung hervorgeht, ist es trotzdem gut, dass man diese Sachen erforscht hat. Weil ich denke, viele Leute unterschätzen den Wert von Technologie, den sie hat, indem sie erforscht wird und überschätzen das, was aus dem direkten Verkauf, der direkten Anwendung von solchen Sachen hervorgeht. Das heißt, BMW wird dieses Motorrad, so wie es da steht, nicht auf den Markt bringen. Das ist, wird keiner kaufen, das ist für niemanden interessant. Das ist nicht der Sinn dieses Projekts. Schauen wir uns zum Beispiel mal Quadrocopter an oder Drohnen. Als die entwickelt wurden, hatten die auch keine direkte Anwendung. Also, okay, vielleicht als Spielzeug, Flugzeug oder Spielzeugdrohne, mit der man rumfliegen kann. Aber dann hat man festgestellt, hey, diese Dinger können ja echt Lasten heben. Ich kann da doch eine Kamera dranhängen. Und dann konnte man auf einmal damit super viel Geld sparen, weil man beim Filmdreh keinen Helikopter mehr anmieten musste, um Luftaufnahmen zu machen, sondern konnte das mit so einer Drohne machen. Oder man konnte auf einmal Sachen ausliefern, wo vorher vielleicht ein Mensch hinfahren musste, über weite Strecken oder über kurze Strecken, wo man einfach gesagt hat, das will eigentlich auch keiner machen. Oder in Zukunft kann man vielleicht damit auch Menschen transportieren und alternative Bewegungsmöglichkeiten aufzeigen. Und das sind ja alles coole Sachen. Oder auch zum Beispiel Bitcoin. Bitcoin hat an sich auch keine direkte Anwendung. Also okay, ich kann da rein investieren, ich kann damit traden oder ich benutze es für Aktivitäten im Darknet oder sowas. Aber es gibt einfach zu wenig Sachen, wo man wirklich mit Bitcoin bezahlen kann. Das heißt, es hat keine wirkliche, echte Anwendung, wo ich sage, boah, da genau dafür, das ist perfekt dafür, sowas existiert nicht. Aber die Technologie, die dahinter steht, die Blockchain, die wird tatsächlich unsere Welt verändern, weil sie so eine innovative Idee ist, die dahinter steht. Und genau darum geht es. Ich gewinne Erkenntnisse und aus diesen Erkenntnissen wieder Ideen. Und das bedeutet, das, was BMW hier macht, ist quasi eine Art Grundlagenforschung. Sie erforschen, wie fährt ein Motorrad. Daraus kann man verschiedene Sachen ableiten. Nicht nur, wie wird ein Motorrad im Endeffekt sicherer, sondern auch, wer weiß, was daraus noch kommt, wie, keine Ahnung, sich bestimmte Dinge fortbewegen, die Kommunikation zwischen Fahrzeugen, wie kann man Hinfallen verhindern, das sind so die ersten Gedanken, die daraus kommen, die ersten Anwendungen, die direkt daraus folgen, aber das, was dann um zwei Ecken geht, da kommen wir vielleicht nicht sofort drauf. Und das ist das, wofür es dann wirklich was wert ist. Wir sehen also, selbst wenn im ersten Moment gar nichts rauskommt, wo wir denken, boah, das kann man echt in der Welt direkt verwenden, gibt es doch oft Sachen, die dann im Endeffekt draus werden, die dann vielleicht sogar richtig viel Geld wert werden können. Ja, ich fand's cool, das mal zu sehen. Vielen Dank an der Stelle an BMW, dass die mich hingeflogen haben. Ich würde eure Meinung gern wissen zum selbstfahrenden Motorrad. Top? Flop? Lasst mich mal wissen und eure Gedanken dazu. Ich bin gespannt von euch zu hören und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.